Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute liebe Schmöckerle. Ich grüße euch alle, hallo. Guten Tag, liebe Freunde, guten Tag, Schmocki. Ja. 84% der Leute nach aktuellem Stand haben gesagt, sie möchten weitere Videos mit ihr sehen, Leute. Und es wäre ja nicht mein Kanal, wenn wir jetzt nicht noch eine weitere Sache herausgefunden hätten. Neben dem C4-Card-Video, was vorgestern kam, meine Freunde, der Link ist nochmal hier oben zu sehen. Das Ding macht wirklich an die 600 Schaden. Ich habe es nochmal im Editor nachgeguckt, Leute. Komplett OP. Es gibt keine Waffe, die wirklich 600 Schaden macht. Man kann natürlich 6 C4 versuchen, auf einen Gegner zu schmeißen. Das passiert eigentlich nicht. Dass man das Ding an eine Card packen kann, ist schon ziemlich krass. Aber Schmocki hat jetzt noch was viel krasseres herausgefunden, meine Freunde. Ich habe euch gesagt, dass dieser Einkaufs eine Content-Snitch ist. Ja, wir werden den Einkaufswagen melken, meine Freunde, denn es gibt noch einiges mehr damit herauszufinden. Und jetzt hat Schmocki das geisteskrankeste überhaupt herausgefunden, meine Freunde. Und zwar gibt es eine Möglichkeit, diesen gottverdammten Einkaufswagen so schnell zu beschleunigen, wie es noch kein anderer gemacht hat. Und das werden wir jetzt gleich einfach mal versuchen, Leute. Schmocki hat mir gerade hoch und heilig versprochen, dass dieses Ding 2000 km/h gefühlt fährt, Leute. Also das ist... Also es ist halt wirklich krank schnell und ich bin einfach mal gespannt, ob das jetzt auch wirklich so funktioniert. Ohne Rampe, Leute. Und mal schauen, was passiert, wenn wir das dann mit einer Rampe kombinieren. Also ich weiß nicht, ob wir damit wirklich über die komplette Map fliegen können. Keine Ahnung. Aber ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach mal gemeinsam aus. Vor allen Dingen ist es so simpel und es ist sicherlich schon mal jemandem passiert. Aber ich glaube, dazu hat noch niemand was hochgeladen. Wahrscheinlich, weil jeder halt gedacht hat, okay, das wird irgendein Bug sein und es ist gar nicht so nennenswert. Oder es ist einfach noch niemandem aufgefallen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls hoffe ich mal, dass wir damit die Ersten sind, Leute. Falls ich jetzt innerhalb, wir nehmen das Video 2 Tage voraus auf. Irgendwer anders damit schon betraut machen haben sollte. Tut es uns leid und wir vergeben inständig darum und hoffen, dass ihr nicht wieder in die Kommentare schreibt. Die Idee ist aber gestohlen, bitte. Nur, dass ihr das soweit wisst. Schmocki! Ja, die Sache ist ja, normalerweise würden Leute jetzt die Impulsgranate, wir benutzen die Impulsgranate, können wir jetzt schon spoilern, oder? Das können wir schon mal sagen, genau. Wir gehen auf Rita Row, okay? Genau, das machen wir. Erzähl weiter, ja. Ja, also normalerweise würden Leute die Impulsgranate einfach vor den Einkaufswagen werfen. Damit man damit quasi ein klein bisschen geboostet wird. Genau, kleiner Boost. Ist aber ziemlich lame und gestern bin ich aus Zufall darauf gestoßen, dass man die Impulsgranate in den Einkaufswagen werfen kann. Oh Gott, mein Game ist gecrashed, oder? Nee, doch nicht. Nein. Oh, okay. Nee, alles gut. Und ja, dadurch kriegt man echt einen unglaublichen Speedboost. Also ich war echt extrem überrascht. Und wie lange hält der an? Mindestens 10 Sekunden. Also wir müssen das ausprobieren. Ja, das war echt krank. Wirklich. Ist ja dann einfach perfekt. Okay, Schmocki, da sind welche. Lass hier das Haus nehmen. Okay. Ist ja dann optimal, um da mit der Zone zu entkommen. Ja, zum Beispiel. Oder halt irgendwie jemanden komplett zu überraschen damit. Ich habe auf jeden Fall eine Shotgun, du. Ich habe auch eine. Ah, die Heavy Pump. Bist hier, Digga? Ich guck mal ganz kurz, wo ich hier... Oh, direkt Impulsgranaten, Digga. Ja, moin, Digga. Ich habe einen in dem Haus zweimal gehittet, Brudi. Oh Gott, Gegner da hinten. Einer ist hinten an dem Haus, an der Hecke. Nein, das ist hinten bei dieser kleinen Treppe. Er hat 2 Headshots von mir bekommen, der Typ, okay, hinten schön an der Treppe. Ich rush ihn von rechts. Hab einen genockt. Hab einen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Schmocker. Hey. Sehr gut, so. Der rote Skin ist komplett gelasert. Abstoppkommando ist am Start. Oh. Bam! Sehr schön, Digga. Oh, noch einer. Irgendwo close. Unter uns. Hier in dem Gebäude drin. Ja, hier oben in dem Gebäude, wo ich bin. Ja, hier bei mir. Tot. Kriegst du ihn down? Sehr ja, schön. Siehst du diese gerade Fläche hier? Ich sehe diese gerade Fläche. Da schiebst du uns an, okay? Und wir probieren es aus. Da. Okay. Da. Welche gerade Fläche? Okay. Da, genau, da lang. Jetzt hier nach N. Okay, genau. Okay. 3, 2, okay, 1, ich schiebe. Hä? Versuch nochmal. Ja, falsch. Ist auf jeden Fall eine ziemlich geile Idee. Geht das vielleicht nur, wenn du alleine drin bist? Nein, wir waren zu zweit. Ich hab die Demo auch noch, ne? Ich hab die Demo. Ich okay, kann's dir zeigen. Und dann müssen wir gleich vielleicht mal das Demo ganz genau angucken. Vielleicht ist irgendetwas anders gelaufen. Spielen wir erstmal ein bisschen, ja, gucken, ob wir noch irgendwo Granaten finden, Leute. Ihr kennt uns, wir lassen nicht locker, bis wir sowas geschafft haben, ne? Irgendwann später. Hinten Gegner, SO, S. Okay. Laufen da vorne, auch im Einkaufswagen. Die wollen irgendwas Dummes machen. Da. Wir müssen erstmal in die Zone kommen. Sind die auch in der Zone, ja, ne? Ja. Fahr nicht ohne mich! Ich bin leid, komm her. Haben die hier oben noch Highground? Könnte gut sein, ja. Da hinten. Ja, ich seh's. Hier vorne ist einer vor uns. Der hat einen kranken Hit von mir bekommen, der eine. Ich hab 4 Schuss noch, Digga. Ich push mal kurz hier vorne die anderen, ja? Hab einen. Hab beide. Jetpack! Ich komm. Oh mein Gott, er wird mich vernichten. Mann! Dieses Jetpack! Macht diesen Rotz raus! Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Okay, Leute, wir haben jetzt das Video von Schmocki ein bisschen auseinandergenommen und wir müssen jetzt versuchen, das Ganze mal zu replizieren. Ich kann euch hier mal ganz kurz reinschneiden, wie es dann aussieht.
Ihr habt es gerade gesehen, Leute. Man fliegt einfach wirklich mit diesem Einkaufswagen und man kriegt keinen Damage und man bewegt sich halt einfach wirklich, ich glaube, innerhalb von 5 Sekunden 150 Meter, keine Ahnung. Von 0 auf 100 ist das Ding in 3 Sekunden, Alter. Wir müssen quasi einen Berg nach oben fahren und genau im richtigen Moment muss Schmocki dann quasi an der obersten Kante des Berges die Impulsgranate in den Einkaufswagen werfen, sodass dieser quasi dann über den Berg drüber geboostet wird. Okay, pass auf, wir versuchen das mal Retail Road, denn wir hätten quasi hier direkt die Möglichkeit, guck mal hier, da wo nämlich blau ist, siehst du das? Ah, ja, ja. Da ja, können wir nämlich, wenn wir dann jetzt ein bisschen Glück haben, erstmal Retail auseinandernehmen, schauen, ob wir Impulsgranaten bekommen, Leute, und versuchen das da direkt mal aus, denn da wären nämlich auch gleich direkt Berge, wo man dann eventuell mal gucken könnte, ob das dann funktioniert. Ich hoffe mal, wir bekommen das hin, Leute. Wieder Impulsgranaten, ich glaub's nicht. Ich hab ne Shotgun. Ja. Brauchst du auch eine? Nimm. Okay, danke, Digi. Wir müssen erstmal diesen Gegner oben pushen. Er ist hier vorne. Oh, er hat mich getroffen. Wie auch immer. Hab ihn. That's what you get, boy. Komplett graues Setup bei mir am Start, Digga. Man kennt ihn. Geil, Digga. Ja, hier ist auch nichts gelootet. Also hier hinten ist auf jeden Fall nichts gelandet. Ja, die sind alle hinten, da vorne. Bei N-Gegner. Er schießt auf mich mit. Was? Er hat krank gelasert von mir bekommen, Digga. Ja, ich muss mich kurz healen, Digga. Also er hat auf jeden Fall kein Schild mehr, der Boy. Hab ihn. Sehr schön, Digga. So, da bei dem Berg, okay. Hier rechts oder wo? Guck mal hier, dieser kleine höher, Hügel. Ein bisschen steiler, oder? Wollen wir da probieren oder wie? Oder hier vorne das? Guck mal, das ja, hier? Ja, lass das probieren. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Lass okay. da mal eine wasten. Okay, schieb uns da an. Ich schiebe, ich warte, warte, warte. Ich schiebe. Und... Ah, noch nicht ganz, ne? Noch nicht ganz, ne? Okay, jetzt glaube ich. Kannst du? Oh ja, wir kommen der Sache, wir kommen der Sache nah. Wir kommen der Sache nah, Digga. Wir kommen der Sache nah. Yo! Okay. Das war's aber noch nicht ganz, ne? Nee, wir hätten da runtergehen sollen. Im roten Haus, komm mal zu mir hier. Ja, ich komm. Diesen Spieler. Ich hab einen gerade drin gesehen. Ah, ich der verbindet sich gerade. Sehr schön. Ja, Kopf aber auf jeden Fall an der Stelle für die beiden. Hinten noch links Gegner, ne? Ja. Er hat uns gesehen, glaube ich. Er hat einen Jetpack. Die Battle da hinten halt in den Loot-Drop. Hast du zufällig einen Jumphead oder sowas? Nee, ne? Nee. Ja, 2 gegen 2, Digga. Ah, Gott, beide mit Granaten. Jetpack wieder. Hab einen. Einer bei mir hier. Der hat einen Raketenwerfer. Oh, Digga. Nice, Digga, nice. Ja, geil, okay. Win haben wir schon mal in der Tasche, Leute. Jetzt können wir uns den Rest kümmern. Was passiert eigentlich mit den Schaukeln und dem Einkaufswagen? Passiert da irgendwas? Nee, ne? Fahr mal mit dem Einkaufswagen in die Schaukel rein. Bitte mach irgendwas Cooles. Warte, ich will mal mit drin sitzen. Mach mal. Okay. Da muss doch irgendwas gehen, Alter. Lass mich mal kurz fahren. Lol. Oh mein Gott. Hallo? Hilfe? Bruder, ich komme nicht raus. Hallo? Bruder! Ich komm. Digga, was? Hallo? Hallo? Ich komme nicht raus. What the fuck? Wo ist der Einkaufswagen? Hä? Nein. Wie? Nein. Der ist nicht verschwunden, oder? Ja, nichts. Scheinbar schon. Wir versuchen das jetzt nochmal, Leute, in Retail Row. Ey, ich glaube wirklich, es kommt einfach nur darauf an, also welche Höhe der Hügel hat. Wir können das einfach versuchen mit einer Rampe quasi. Na, wobei, das könnte auch eine Pyramide sein, sage ich mal. Das könnte eine Pyramide vielleicht auch sein, die dann hoch genug ist. Ja. Aber ich glaube, ein Berg ist halt von der natürlichen Form her der beste eigentlich, wisst ihr? Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, Leute, das ist auf jeden Fall sehr schwer zu replizieren, aber wir werden auf jeden Fall versuchen, das irgendwie hinzubekommen. Bin auf jeden Fall guter Dinge. Hoffen wir mal, dass wir das jetzt hinbekommen. Hoffen wir, dass wir jetzt irgendwo Impulsgranaten finden. Wir spielen jetzt auf jeden Fall nicht mehr auf Win, weil ich habe keinen Bock, jetzt nochmal eine halbe Stunde irgendwelche Trottel zu rasieren, Leute. Pulsgranaten. Halsmaul. Ja, nice. Wirklich. Oh Gott, der baut gut. Hier unten im Shop. Er hat mich. Schön, Junge. Kann er der Baumarkt werden? Der war gut, Digga, der war gut. Kann er der Baumarkt werden? Komm mal her. Ne, wir haben 6 Impulsgranaten, Digga. Bro, wenn ich jetzt einen Headshot bekomme, ne? Das ist so sad, man. Es wird passieren, ich sag's dir. Nein, wird's nicht. Es wird passieren. Die Chancen sind extrem gering. Boah, what are the odds, Bro? What are the odds? Okay. Okay, chill, bleib da stehen. Wo bist du hingefahren? Bin hier. Ach, du willst so in die Richtung, okay. Ja, das ist die Frage. Ich suche halt einen richtig steilen Berg. Aber war das nicht hier so, guck mal, war das hier nicht so einer in dem Video hier, auch so einer? Ich meine schon. Guck mal, der ist perfekt. Nein, der ist gar nicht so schlecht, aber es geht nicht so weit nach unten. Ja, aber das würde hin. Komm mal her. Hier, der ist krass, Digga. Der da. Hier geradeaus. Ja, bau mal schnell die Bäume ab, dann beeil uns jetzt wirklich. Komm, lass uns beeilen. Wir müssen das jetzt irgendwie schaffen. Okay, warte. Warte. Und go. Oh, lol. Was? Macht ja gar keinen Sinn. Hier vorne links der Hügel, schau mal. Mhm. Muss hier irgendwie machbar sein, Alter. Oh, es war so knapp. Okay, und werf. Yo! Nein! Oh mein... Oh! Alter, lol. Okay. Oh mein Gott. Lass mal das hier rein. Digga, wir sterben. Egal, es wird lustig. Ready? Okay, 3, 2, 1, go.
Wir sterben. Und wir sind down. Wir kriegen es einfach nicht reproduziert. Weiß nicht, ob das ein Bug war. Ich glaube tatsächlich auch, so dass wie bei das dir mit den 1000 Metern. Nicht möglich ist, weil das 1000 Meter Ding haben bei mir auch super viele Leute versucht nachzumachen und es hat nicht funktioniert, Leute. Ich glaube, das war wirklich was Zufälliges. Keine Ahnung, ihr habt es aber auf jeden Fall im Videoclip gesehen von Schmocki. Er hat sich da wirklich auf weiß ich wie viele tausende km/h beschleunigt, Leute. Ich glaube, wir kriegen es einfach nicht besser hin. Wir haben auf jeden Fall ein paar schöne Sprünge gemacht mit dem Ding. Mehr ist heute einfach nicht drin, es tut mir leid. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, dass wir ein paar Sachen ausprobiert haben. Das Ding mit der Schaukel auf jeden Fall war auch ganz neat, also das Ding einfach verschwinden zu lassen. Ist auch ein ganz nicer Trick. Ich glaube, mehr brauchen wir dazu nicht sagen, Leute. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schaut bei Schmocki vorbei und wir sehen uns in dem nächsten Video wieder. Und ja, das war's. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.